Morgen. Ich freue mich, dass es doch einige noch hierhin geschafft haben nach dem Social Event von gestern. Bin ich überall zu verstehen? Gut. Ja, das Thema lautet heute Rechtswahlen und ihre Vermeidung bei Open Source Software. Man sagt ja Juristen nach, dass sie es gewöhnt sind, trockene Vorträge zu halten. Sie haben heute eine Gelegenheit, dieses Vorurteil bestätigt zu finden. Ich werde Sie allerdings nicht mit Gesetzestexten traktieren, ich werde auch keine Urteile zitieren, sondern nur Ergebnisse vortragen, ja, um es Ihnen leichter zu machen. Aber damit Sie verstehen, worum es bei diesen Rechtsfällen geht, ist es notwendig, dass ich Ihnen so ein paar Grundlagen vorausschicke, damit Ihr Gespür dafür, wann Sie möglicherweise in eine Rechtsfalle hineinlaufen, auch trainiert werden kann. Mein Anliegen ist, dass Sie nachher aus diesem Vortrag herausgehen und immer dann, wenn Sie vielleicht später einmal in eine rechtliche Zweifelssituation kommen, sich daran erinnern können, hallo, da war doch was. Ja, ich werde also als erstes kurz vorausschicken ein paar Grundlagen. Dann werde ich nacheinander durchgehen, welche aktuellen Rechtsfragen heute wohl eine Rolle spielen. Ich werde dann kurz auf die neue GPL Version 3 eingehen, die ja vor wenigen Tagen sozusagen veröffentlicht worden ist. Da geht es insbesondere um diese Frage, die im Internet helle Aufregung hervorruft, nämlich ob Microsoft jetzt verpflichtet ist, seine Patente freizugeben, weil sie ein Patentschutzabkommen mit drei Linux-Distributoren eingegangen sind. Da kann man im Internet viel drüber lesen. Ich glaube, bei Google, ich würde mal sagen, 4 Stunden, um alles durchzulesen, was da an Kommentaren gemacht wurde. Ich werde das aber recht schnell auf den entscheidenden rechtlichen Punkt bringen und Ihnen zumindest sagen, was ein deutscher Jurist davon hält. Ja, wenn wir dann noch Zeit haben, spreche ich kurz über den Hackerparagraphen und komme vielleicht noch kurz auf die Urheberrechtsnovelle zu sprechen. Wenn Sie während des Vortrages etwas nicht verstehen, eine Anregung haben oder einfach einen anderen Standpunkt verbreiten wollen, nutzen Sie gleich die Gelegenheit und warten Sie nicht bis zum Ende des Vortrages. Dafür sprechen wir zu viele Themen an, als wenn das am Schluss noch präsent sein wird. Was ist der Ausgangspunkt der ganzen Sache? Die Open-Source-Bewegung wurde bekanntlich wesentlich von Richard Stallman, einem Amerikaner, ins Leben gerufen und auf den Weg gebracht. Und dem Herrn Stallman ging es darum, 4 verschiedene Freiheiten jedem Bürger, jedem Mitglied der Community zur Verfügung zu stellen. Und die erste Freiheit, to run the program as you wish, heißt, jeder soll in der Lage sein, seine Software so zu nutzen, wie er sie nutzen will. Und wenn er sie nutzen will, um Kinder abzutreiben, und wenn er sie nutzen will, eine Atomwaffe zu konstruieren, und wenn er sie nutzen will, um seine Buchhaltung zu machen, aus Sicht der Freiheit ist das völlig egal. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Kann man es lauter stellen? Das Mikro ist überhaupt nicht dran, glaube ich. Das ist kein Raumbuch. Ich kann eins besorgen. Soll ich das denn machen? Ja. Das wäre klasse. Das wäre ja, ich mache das schon mal weiter. Die zweite Freiheit heißt, man soll in der Lage sein, to study the source code and change it, so it does what you wish. Das heißt, man soll in der Lage sein, das Programm so zu verändern, dass es den eigenen individuellen Zwecken genügt. Das setzt aber voraus, dass man den sogenannten Source Code einsehen kann, weil man häufig ja nur den sogenannten Objektcode bekommt. Der Objektcode ist das, was der Rechner nutzt und ausführt, während der Source Code das ist, was die Entwickler nutzen, um diesen Objektcode zu erzeugen. Kann man in diesen Objektcode nicht rein, in diesen Source Code nicht reinsehen, hat man im Regelfall bei der Komplexität der heutigen Software kaum eine Chance, sie passend abzuändern. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch von dem Objektcode sich einen Source Code zu erzeugen durch das sogenannte Dekompilieren. Aber das ist bei größeren Softwareprojekten mehr eine theoretische Möglichkeit als eine praktische Alternative, um damit ein Programm zu ändern. Die dritte Freiheit heißt, to help your neighbor, which is the freedom to distribute exact copies up to and including replication when you wish.
Das heißt, man soll in der Lage sein, mit der Software, die man hat, anderen zu helfen, sie in die Hand zu nehmen, hinzugehen, zu sagen, hier ist die Software, mach damit, was du willst, ich installiere sie dir, ich zeige dir, wie sie anzuwenden ist, ohne dass man damit eine Schwierigkeit bekommt. Wer das mal mit Microsoft-Programmen gemacht hat und ist aufgeflogen, der weiß, dass das keine gute Idee ist. Ich habe mal einen verteidigt, der hatte sich alles runtergeladen, was von Microsoft da war. Nicht auch professionelle Enterprise-Server-Stufe sowieso. Nicht, was ein Privatmann damit will, der hat gar keine Hardware, wo die nutzen kann. Aber naja, war lustig. Die vierte feiert: To contribute to your community, feel free to distribute copies of your modified versions up to and including publication if you wish. Das heißt, man soll nicht nur die Möglichkeit haben, das Programm einzusetzen und weiterzugeben, sondern man soll auch die Möglichkeit haben, dieses Programm zu verändern und dann wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man sieht Programme praktisch wie eine Diskussion an. Irgendjemand fängt an, eröffnet die Diskussion, schmeißt ein Programm in die Menge. Der Nächste sagt, och, das gefällt mir noch nicht so gut, ich verbessere das und schmeißt seine Version in die Menge. Dann kommt wieder jemand anders und sagt, dieses Programm, das möchte ich meinerseits verbessern und schmeißt es wieder in die Menge. Und alle, die das machen, können jeweils auf das aufbauen, was ihre Vorgänger gemacht haben, ohne dass sie eben rechtliche Schwierigkeiten geraten. Das geht mit Microsoft-Programmen beispielsweise nicht. Man darf ein Microsoft-Programm, so wie man es verkauft hat, es können auch ein anderer Hersteller sein, muss nicht Microsoft sein, darf man nicht verändern. Das steht, ist schon verboten. Was hat das Ganze nun mit Lizenzen zu tun? Wenn man sich mit Lizenzen wie GPL oder dieser Euler von Microsoft und wie sie alle heißen beschäftigt, dann muss man sich vor Augen führen, dass man nur einen einzelnen rechtlichen Aspekt behandelt. Es gibt viel mehr rechtliche Aspekte, es gibt viel mehr rechtliche Objekte, mit denen sich die Juristen beschäftigen müssen, wenn sie mal einen konkreten Fall haben. Lizenzen sind nur ein Teil der juristischen Wahrheit. Es gibt die Datenträger. Davon unterscheidet der Jurist die Software. Also Datenträger und die Software, die auf diesem Datenträger sind, können unterschiedliche rechtliche Schicksale haben. Dann bestehen an diesem Programm im Regelfall Urheberrechte. Und diese Urheberrechte kann der Urheber übertragen. Und dazu verwendet er im Regelfall sogenannte Lizenzen. Wir merken uns, Urheberrechte und Lizenzen sind zwei verschiedene Dinge. Und dann gibt es noch die Verträge. Und die Verträge sind eigentlich das, wo die juristische Musik drin liegt. Die Verträge regeln nämlich, wer welche Pflichten bekommt oder eben nicht bekommt. Und es ist nicht denkbar nach deutschem Recht, jedenfalls nicht im Normalfall, dass man eine Lizenz erhält, ohne dass man gleichzeitig einen Vertrag abschließt. Das geht nicht. Und wenn man sich so die vielen Veröffentlichungen über Lizenzen, GPL, die ganzen Kommentierungen durchsieht, dann fällt mir immer wieder auf, dass dieser Aspekt so von Leuten, die aus technischer Sicht zu dieser Diskussion beitragen, immer unter den Tisch fällt. Das wundert mich ein bisschen, weil der Jurist, der guckt immer als erstes auf den Vertrag. Und erst danach guckt er darauf, was wird übertragen aufgrund dieses Vertrages. Und dann gibt es noch einen ganzen Haufen von Gesetzen, insbesondere das Markengesetz und das Patentgesetz. Und dann gibt es eben noch was anderes als Lizenzen. Und diese anderen Gesetze legen dann zusätzliche Pflichten fest, die man beachten muss, auch wenn man keinen Vertrag geschlossen hat. Nicht wie im Strafgesetzbuch, da steht irgendwo drin, man darf nicht stehlen, muss man beachten, auch wenn man keinen Vertrag geschlossen hat, dass man nicht stehlen soll. Wie entstehen denn nun diese Urheberrechte? Ein Urheberrecht entsteht an einem Programm, aber nicht an dessen Namen. Das muss man deutlich unterscheiden. Wenn man also eine Software bekommt, die unter einem bestimmten Namen vertrieben wird,
zum Beispiel CD-Rekord, zum Beispiel Firefox, zum Beispiel Mozilla, zum Beispiel Apache, dann heißt das noch lange nicht, dass man diesen Namen dann auch weiter benutzen darf, wenn man seinerseits das Programm weitergibt. Weil das regelt zunächst einmal die Lizenz nicht, denn da geht es um Urheberrechte und nicht um Namensrechte. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und erst recht regelt das Urheberrecht nicht die Rechte an dem Lösungsverfahren, an der zugrunde liegenden technischen Erfindung, wenn man das mal so sagen will, wenn es denn eine sein sollte. Die Patente sind aus Sicht des Urheberrechts sehr ärgerlich. Denn das Urheberrecht schützt die konkrete Software, das Programm X, nicht? Den Browser Firefox, der wird geschützt. Und dann gibt es noch einen Browser Conqueror. Das ist ein anderer Browser, der ist anders programmiert. Der hat ein eigenes Urheberrecht. Wenn es ein Patent gäbe auf Browser, dann wäre das nicht möglich. Dann wäre der Erste, der den ersten Browser programmiert hat, der hätte das Rennen gewonnen und alle anderen müssten seine Erlaubnis haben, wenn er ein Patent drauf hätte. Ich werde zu Patenten und Marken nicht so viel mehr sagen, weil nachher kommen wir nochmal an einer Stelle drauf zurück. Und zwar deswegen, weil im Anschluss hieran ein zweiter Vortrag stattfindet, wo die gewerblichen Schutzrechte eine Rolle spielen. Ich kann Sie nur herzlich bitten, sich auch diesen Vortrag anzuhören. Ich bin auch schon ganz gespannt darauf. Es gibt aber eine Möglichkeit, wo Lizenzen mit Marken und Patenten verknüpft sind. Und zwar dann, wenn Sie Bedingungen aufstellen. Bedingungen in der Art, du darfst meine Software nur dann nutzen, wenn du die Marke XY nicht verwendest. Das machen häufig Firmen, die sehr viel Geld in die Werbung reingesteckt haben, Software in die Public Domain geben, also zum Beispiel in einer ähnlichen Lizenz wie die GPL, und dann sagen, wir machen aber einen Vorbehalt bezüglich unserer Marke, denn sonst könnte ein Mitbewerber die Software nehmen, sie wäre ja dann frei, und unter der gleichen Marke vertreiben. Und dann wäre der ganze Werbeaufwand, den die Firma in die Welt gesetzt hat, um diese Marke bekannt zu machen, von der Konkurrenz ausgenutzt. Und das wollen Firmen im Regelfall nicht. So, und jetzt können wir eigentlich auch schon so ein bisschen zusammenfassen, was ein Urheberrecht ist. Ein Urheberrecht ist ein gesetzlich erzwungener Erlaubnisvorbehalt. Da ist so ein bisschen Willkür schwebt da mit rein. Denn ohne dieses Urheberrechtsgesetz hätten wir diesen Erlaubnisvorbehalt nicht. Und es sind auch schon ellenlange Diskussionen darüber durchgeführt worden, ob denn Urheberrechte überhaupt gut oder schlecht sind. Um es mal mit einem Bild zu vergleichen, das von Thomas Jefferson stammt, der hat mal gesagt, wenn ich jemanden mit einem neuen Gedanken befruchte, verliere ich nichts, denn wenn er seine Kerze an meiner Kerze anzündet, verliere ich ja auch nichts. Der deutsche Gesetzgeber hat sich anders entschieden, das machen auch viele andere Staaten so, müssen wir einfach hinnehmen, die Gesetze können wir nicht ändern. Das Urheberrecht erzwingt, dass der Urheber die Erlaubnis geben muss, das Programm weiterzugeben, zu nutzen oder zu ändern. Und zwar unabhängig davon, ob das Werk verändert worden ist oder ob das Werk unverändert geblieben ist. Also gerade mal Fehlerkorrektur reinmachen in eine Software und sagen, wow, jetzt habe ich es endlich zum Laufen gebracht. Jetzt darf ich es vertreiben, weil das ist jetzt mein Werk. Das funktioniert nicht. Der Erlaubnisvorbehalt wirkt dann so, dass es ein Monopol ist. Und zwar das Monopol von dem oder der Urheber, wenn es mehrere Urheber gibt, die die Software gemeinsam erschaffen haben. Dieses Monopol gilt aber nur auf die konkrete Software und nicht auf das Lösungsverfahren, denn das wäre ja wieder ein Patent. Also, wer eine Software sieht und sie gut findet und sie ist unter einer GPL, die er nicht weitergeben darf, er will das Programm aber freimachen, dann programmiert er es einfach nach. Passiert ja auch tagtäglich. Nicht? Wir denken mal an GIMP, nähert sich immer mehr dem Photoshop an. Nicht? Die Oberflächen ähneln sich. Soweit da die Urheberrechte nicht verletzt werden, ist das völlig unproblematisch.
Das Urheberrecht ist übertragbar. Und zwar haben wir da in Deutschland eine Besonderheit. Es gibt in Deutschland das sogenannte Urheberpersönlichkeitsrecht. Das ist nicht übertragbar, das ist im Grunde genommen das Namensrecht. Ist für Open-Source-Programmierer eigentlich ganz angenehm, denn wenn ihre Software weitergegeben wird, kann niemand verhindern, dass ihr Name immer mit den Programmsegmenten in Verbindung bleibt, die sie erzeugt haben. Wann entsteht denn nun das Software-Urheberrecht? Das Software-Urheberrecht entsteht kraft Gesetz bei der Programmierung, und zwar, ob man will oder nicht. Man kann also nicht etwas programmieren und dann sagen, ja, ich will ja gar kein Urheberrecht haben. Das funktioniert nicht. Es fällt einem erst einmal automatisch zu. Man kann es dann natürlich weitergeben. Und da gibt es eine Besonderheit zu beachten, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, die sich als eine unsympathische Rechtsfalle darstellt. Nicht jedes Programm, das erzeugt wird, ist urheberrechtsgeschützt, sondern man muss eine geringe Schöpfungshöhe haben. Mir ist so aus neuerer Zeit kein Fall bekannt, wo das mal von den Gerichten verneint worden ist. Juristen nennen das die sogenannte kleine Münze. Man kann auch ein ungeschickter Programmierer sein. Man kann auch ein minderbegabter Programmierer sein. Man kann auch eine absolute Standardanwendung programmieren, die schon 100 Leute vor einem programmiert haben, wo nichts Neues ist, außer es ist eben anderer Code erzeugt worden. Trotzdem entsteht an einem solchen Programm ein eigenes Urheberrecht. Und nun kommt die Frage, wie verbreite ich das Urheberrecht? Und da unterscheiden die Juristen zwei Stufen, die sogenannte Erstverbreitung und die Zweitverbreitung. Auf der ersten Stufe, das ist die Stufe, wo das Werk erschaffen wurde und wo es dann das erste Mal weitergegeben wurde, auf der ersten Stufe, kann der Urheber seine Lizenz festlegen. Er kann also bestimmen, wie das Programm verbreitet werden darf. Und das kann er völlig frei bestimmen. Er könnte sagen, ja, alle, die in Europa geboren sind, die dürfen das Programm nutzen, alle, die in Afrika geboren sind, dürfen das Programm nicht nutzen. Hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, gibt es aber in der Realität. Denken Sie nur mal an diese Regionalcodes von Videos. Ja, völlig normal in der deutschen Rechtspraxis. International auch überall anerkannt, geht. Ich wäre natürlich jetzt nicht wäre die Frage, wie das ist, wenn man das von der Hautfarbe abhängig machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass man ein bisschen Stress kriegt in der Öffentlichkeit, aber nicht auf juristischem Gebiet. Ja, und der Urheber ist natürlich nicht gezwungen, sich an seine eigene Lizenz sklavisch festzuhalten. Er kann sie ändern. Wer sollte ihn hindern? Es ist ja sein Ding. Er kann natürlich eine Lizenz, die er schon mal ohne Frist auf Dauer weitergegeben hat, die kann er nicht mehr zurückrufen und die kann er nicht mehr ändern, denn die ist ja schon mal verbreitet. Aber wenn er nochmal an andere Menschen verbreitet oder geänderte Fassungen verbreitet, kann er zumindest das, was er an anderen Menschen verbreitet oder das, was geändert worden ist, das kann er dann unter neue Lizenzen stellen. Heute ist es auch für Firmen normal, dass sie ihre Lizenzen mehrfach machen, das sogenannte Dual Licensing, dass sie gleichzeitig eine Lizenz geben, die bezahlt werden muss und parallel dazu eine zweite Lizenz, die nicht gezahlt werden muss. Diese zweite Lizenz, die nicht gezahlt werden muss, sofort, ist häufig keine GPL. Es ist häufig eine etwas andere Lizenz. Es gibt aber auch Firmen, Qt ist beispielsweise ein Beispiel, die eine entgeltliche Lizenz und eine GPL-Lizenz gleichzeitig anbieten. Qt schießt da sowieso den Vogel ab, weil die, ich glaube, 13 Parallellizenzen anmelden, wenn ich richtig gezählt habe. Wenn man jetzt ein Programm unter GPL veröffentlicht hat und macht dann eine verbesserte Version als Autor, muss ich die dann auch wieder als GPL veröffentlichen oder bin ich da? Ja, das ist eine gute Frage, denn das berührt die Frage, wann sind Werke miteinander verbunden? Zunächst einmal gibt es zwei Arten, wie man Software erzeugen kann. Man kann sie als Einzelperson erzeugen, dann ist es ganz einfach. Es kann aber auch sein, dass mehrere gemeinsam eine Software erzeugen, gemeinschaftlich,
Und dann können Sie auch nur gemeinschaftlich über diese Software entscheiden. Und das gibt in der Praxis häufig Probleme. Kommen wir gleich noch drauf. Da verbirgt sich auch eine Rechtsfalle dahinter. Dann muss man davon unterscheiden, was passiert, wenn ich im Nachhinein ein Programm geändert habe. Dann bleibt die alte Lizenz an dem alten Teil und es gibt an dem neuen Teil, das neu hinzugekommen ist, ein eigenes, neues Urheberrecht. Ja, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Das hat mir als Student unglaubliche Kopfzerbrechen bereitet, damit klarzukommen. Ist aber so. Muss man sich einfach merken. Und die Konsequenz davon ist, dass es zu Lizenzkonflikten kommen kann. An einem Programm. Denn das Programm hat 1000 Zeilen Code, 800 Zeilen Code stammen von dem ersten. Der hat es unter GPL veröffentlicht. 200 Zeilen Code stammen dann von jemand anders, der es unter einer kommerziellen Lizenz veröffentlicht. Diese 200 Zeilen Code kann er unter der kommerziellen Lizenz veröffentlichen. Nur das bringt ihm ja nichts, denn die 200 Zeilen Code laufen ja nicht. Er braucht ja die 800 Zeilen auch noch. Und deshalb will er beides gleichzeitig vertreiben. Und das ginge in solchen Fällen nicht, weil wenn die 800 Zeilen Code unter GPL stehen, verbietet die GPL das Verbinden mit kommerziellen Code. Ja, und da haben wir dann einen Lizenzkonflikt. Manchmal ist es so, dass man Lizenzkonflikt jahrelang nicht bemerkt, bis dann mal jemand auf die Idee kommt, hallo, da war doch mal was. Und dann ist natürlich Holland in Not. Nicht? Das ist etwas unschön. Ja, auf der Stufe 2 ist etwas, was man sich auch eigentlich merken muss, was eigentlich auch erstmal überraschend ist. Normalerweise würde man denken, ja, da ist ein Programm, hole ich mir runter unter GPL und dann kriege ich das Programm mit einer GPL-Lizenz, wenn ich dann ausführe. Das stimmt nicht, denn in der Sekunde habe ich noch keinen Vertrag geschlossen. Ich habe ja nur ein Programm runtergeladen, das ich dann ausführe. Und deshalb habe ich auch noch keine Lizenz erworben, denn um eine Lizenz zu erwerben, muss ich ja einen Vertrag schließen. Deshalb bleibt mir in solchen Fällen nur das, was mir das Gesetz als Mindestmaß zubilligt, nämlich das sogenannte einfache Nutzungsrecht, das es mir erlaubt, die Software dann zu nutzen. Ich will es mal andersherum formulieren. Die GPL erlaubt ja die Verbreitung grundsätzlich. Microsoft erlaubt die Verbreitung grundsätzlich nicht. Und man kann bei Microsoft auch nicht ohne weiteres etwas runterladen, sondern da muss man vorher irgendwie durchklicken, ich akzeptiere und ich werde bezahlen und ich werde auf jeden Fall nicht weiterverbreiten und kopieren und sonst was. Auch wenn man die Lizenz auf einen Datenträger bekommt, dann hat man ja vorher Geld bezahlt, wenn es nicht geklaut ist. Und da habe ich einen Vertrag geschlossen, Kaufvertrag. Und Bestandteil des Kaufvertrages ist eben auch die Übertragung der Microsoft-Lizenz. Um die Parallele zu dem Microsoft-Programm zu ziehen, wenn ich es installiere, dann muss ich ja immer irgendwas akzeptieren, nicht? Taste F8. Das ist natürlich unwirksam, weil in dem Zeitpunkt habe ich den Vertrag ja schon längst geschlossen und dann kann er nicht mehr ohne meine Zustimmung geändert werden. Ja, also alles, was in der Euler steht, ist im großen Teil unwirksam. Juristen sagen immer, wenn ich mal mit OLG-Richtern spreche, die lachen sich krank darüber und sagen, im Urheberrechtsbereich in Deutschland herrschen Wildwest-Mentalitäten und die warten nur darauf, dass mal endlich jemand in die zweite Instanz kommt zum Klagen. Aber wer macht das wegen 100 Euro? Wenn, bitte? Wenn ich jetzt von SWO, was weiß ich, wenn ich von einem GPL-Verletzer Software runterlade, dann darf ich die auch nicht benutzen, weil der ja schon nicht das Recht hatte, die zu verbreiten. Ja. Wo ist das Problem? Nee, also dann in dem Sinne, wenn der andere das Recht nicht hat, das zu verbreiten, dann begehe ich dem Urheberrechtsverletzung, wenn ich die Software von ihm beziehe. Ja, das ist ja auch erstmal ein vertragloser Zustand. Ist ja auch erstmal schlecht. Ja, jetzt bitte nicht versuchen, das mit einem gesunden Menschenverstand nachzuvollziehen. Das ist in juristischen Zusammenhängen immer der falsche Ansatz. Ich will auch noch einen draufsetzen. Die Grundlagenwissenschaft der Juristerei ist nicht die Logik. Die Grundlagenwissenschaft der Juristerei ist die Hermeneutik. Das ist was ganz anderes.
Ja, was schließt man denn für einen Vertrag bei der GPL? Bei der GPL ist es im Regelfall ein Schenkungsvertrag. Und zwar wird der in der logischen Sekunde geschlossen, indem ich zum ersten Mal etwas mache, als das, was weiterreicht, das einfache Nutzungsrecht auszuüben. Das heißt, wenn ich GPL-Software verbreite, das ist weiter als ein einfaches Nutzen, das ist ja ein Weitergeben, dann schließe ich in der Sekunde, in einer logischen juristischen Sekunde, einen Schenkungsvertrag. Ich muss ja nichts bezahlen. Und bin dann auch in dieser logischen Sekunde an die Lizenz gebunden. Und in dieser logischen Sekunde muss ich dann die Beschränkungen, die die GPL ja auch enthält, einhalten. Ja, bitte. Nein, dann habe ich ein einfaches Nutzungsrecht. Ja gut, ist aber auch unkritisch, wenn ich die Software nutze, das will ja die GPL. Je mehr, umso besser. Hat die GPL kein Problem mit. Microsoft hat ein Problem damit. So, und jetzt kommen wir auf das, was die große ungelöste Streitfrage ist, wo sich zwei Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Bitte. Ich habe auch erst noch mal eine Frage zum einfachen Nutzungsrecht. Bitte. Das einfache Nutzungsrecht wird kraft gesetzlicher Anordnung übertragen an der Stelle. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Wenn man erlaubterweise kopiert, in dem Moment, in dem man es kopiert, dann habe ich das Recht, es zu nutzen. Ja, bei GPL-Software ist das unproblematisch. Bei kommerzieller Software ist das ein bisschen hübelig. Ja, heute reden wir nicht über Shareware. Shareware ist das Üble an sich und überhaupt. Sollte man, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Auch gar nicht drüber reden, das ist Müll. Juristisch Müll und technisch häufig auch. So, die große ungelöste Streitfrage. Alle sind sich im Open-Source-Bereich darüber einig, dass wir die vier Freiheiten, die ich am Anfang geschildert habe, dass wir die haben wollen. Aber man ist sich nicht darüber einig, ob man diese Freiheit auch aktiv verteidigen muss. Und da gibt es die einen, die sagen, wir brauchen das sogenannte Copyleft. Und es gibt andere, die sagen, ach, Copyleft, was kümmert es uns, was die Leute mit der Software machen? Diejenigen, die auf das Copyleft verzichten, sagen, ja, hier ist die Software, nimm sie, wert reicht damit. Diejenigen, die auf das Copyleft nicht verzichten, sagen, hier ist die Software und wenn du sie weiter verbreitest, beachte bitte, dass sie frei bleiben muss. Wer dieses Copyleft bricht, der verliert seine Lizenz. Das ist also dann eine Bindung. Da steht in der GPL so sinngemäß drin, wer es verbreitet, ohne die Lizenzvermerk weiterzugeben, der verliert seine Lizenz. Und das Ergebnis ist, dass er dann am Ende mit leeren Händen zurückbleibt. Das ist insbesondere dann, wenn eine Firma denkt, oh, da ist ein Apache-Server, das ist eine schöne Software, die modifiziere ich mal ein bisschen und bringe sie unter einen anderen Namen unter die Leute und lasse mich dafür teuer bezahlen. Das ist ja ein riesiges Programmpaket. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Codezeilen es im Quelltext sind, aber vielleicht sind es 4-5 Millionen. Und da tut jemand 1000 Zeilen dabei und lässt sich dafür fett bezahlen, praktisch für die Leistung der ganzen Open-Source-Programmierer. Das funktioniert dann nicht, weil er dann, wenn er das macht, sein Recht verliert, den Apache-Server weiter zu verbreiten. Und dann ist er gezwungen, wenn er am Markt bleiben will, den Apache-Server nachzuprogrammieren. Das darf er ja wieder, dann kriegt er ja ein eigenes Urheberrecht. Und damit bleibt er mit leeren Händen zurück, denn er ist nicht besser gestellt, als wenn er es erst gar nicht versucht hätte. Rechtlich verwirklicht wird das Copyleft durch das Zusammenspiel einer Mehrzahl von Lizenzklauseln. Ich will das jetzt nicht im Detail vortragen, ich glaube, es interessiert im Moment auch nicht so sehr. Und wir haben dann noch eine zweite Problemebene bei diesen Open-Source-Lizenzen. Wir haben keine allgemeine Meinung. Wir haben nicht das, was die Juristen die herrschende Meinung nennen. Es fehlt sowohl ein allseits anerkannter Maßstab, als auch eine allseits anerkannte Autorität. Es gibt schon Autoritäten, nur sie werden nicht von allen akzeptiert.
Und das führt dann dazu, dass Lizenzen widersprüchlich bewertet werden. Fallen sie nun in den Open-Source-Bereich oder fallen sie nicht in den Open-Source-Bereich? Dürfen sie gemeinsam mit der GPL verwendet werden oder dürfen sie nicht gemeinsam mit der GPL verwendet werden? Und die Konsequenz ist, dass wir heute einen regelrechten Lizenzzoo haben. So alle 2-3 Monate kommt wieder eine völlig neue Lizenz auf den Markt. Das sind aber keine wirklich neuen Lizenzen, die kombinieren eigentlich nur die Elemente, die man schon kennt, irgendwie anders. Aber man hat dann wieder die rechtlichen Auslegungsprobleme. Wie viele Lizenzen es gibt, ich habe es nicht gezählt. Die letzte Veröffentlichung, die ich dazu gelesen habe, die war so vor 2 Jahren, da waren es 70, also wird es heute vielleicht 100, 120 geben, keine Ahnung. Ich habe auch keine Webseite gefunden, die alle Lizenzen auflistet. Ist ja auch die Frage, welche man mitzählt. Will man auch die mitzählen, die man geprüft hat, aber gesagt hat, sie gehören nicht zu Open Source? Will man die mitzählen, wo alle sagen, sie gehören nicht zu Open Source oder nur die zählen, wo manche sagen, die zu Open Source gehören? Das ist ein Fass ohne Boden. Es gibt aber 3 Haupttypen und das sind die BSD, die GPL und die LGPL. Wenn man diese 3 Haupttypen im Auge hat, hat man im Grunde genommen 80% aller Lizenzfragen gedanklich abgedeckt. Was bedeutet das nun? Die BSD-Lizenzen, das sind die aus juristischer Sicht freisten Lizenzen, weil sie demjenigen, der die Lizenz in Anspruch nimmt, die wenigsten Beschränkungen auferlegt. Das ist im Grunde genommen das Modell, das ich eben nannte. Hier ist die Software, mach doch damit, was du willst. Zum Beispiel, bau sie in dein kommerzielles Produkt ein, verkauf es und werde reich. Das hat Microsoft ja schon mal gemacht. Nicht? Die hatten ja, sagt man so, wird es im Internet kolportiert, haben sie das Internet ein bisschen verschlafen und dann erkannten sie, oh, das Internet, das wächst ja doch sehr rasant und da müssen wir mal irgendwie so einen IP-Stack haben. Hatten sie nun nicht. Und im IP-Stack sauber zu programmieren, ist ja nicht ganz trivial. Da haben sie einfach den von BSD genommen und bei Windows 95 eingebaut. Lässt die BSD-Lizenz ohne weiteres zu. Mit einer GPL-Lizenz hätten sie es nicht machen dürfen. Ja, denn die GPL-Lizenz erhält ein sogenanntes starkes Copyleft. Das heißt, abgeleitete Software muss immer wieder unter die GPL gestellt werden. Das führt aber in dieser Strenge zu einer ganzen Reihe von Problemen, denn es gibt ja manchmal Programme, die erzeugen etwas, zum Beispiel der GCC, da gibt es ja eine Laufzeitumgebung. Und wenn ich diese Laufzeitumgebung mit meiner neuen Software zusammentue, dann habe ich da ja auf einmal ein GPL-Element drin. Und das würde heißen, es würde niemand in der Lage sein, den GCC einzusetzen, um Software zu produzieren, die er nach anderen Lizenzen vertreiben wollte als GPL. Das heißt, da wird auf einmal die Marktdurchdringung wird auf einmal eingeschränkt. Und deswegen hat man eine Abschwächung in die Welt gesetzt, die sogenannte LGPL, die hat ein abgeschwächtes Copyleft. Da ist es dann möglich, dass man solche Systembibliotheken linken darf mit anderen Lizenzen. Und deshalb ist es beispielsweise jedem von ihm erlaubt, den GCC einzusetzen, die Laufzeit um... Ja, und unter LGPL steht dann diese Laufzeitbibliothek. Ja, das ist ja das Prinzip der GPL. Sie möchte ja die Freiheit verteidigen und deshalb tut sie das, wo sie kann. Nicht? Hüter der GPL ist ja die FSF, die Free Software Foundation, wird ja auch von manchen als Lizenzterroristen verschrien. Finde ich ein bisschen übertrieben, diese Bezeichnung, zeigt aber, dass die eben sehr konsequent sind und die geben dieses Copyleft auch nur dort auf, wo es wirklich muss. Ja, und jetzt können wir erstmal tief durchatmen. Das war der theoretische Teil. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt können Sie eigentlich alle Rechtsfallen, die ich Ihnen gleich schildere, können Sie eigentlich schon selber lösen. Und wir brauchen auch eins nicht machen, wir brauchen uns auch nicht mit dem Glaubenskrieg beschäftigen, ob das Copyleft nun gut oder schlecht für die Open-Source-Bewegung ist. Aus juristischer Sicht spielt das überhaupt keine Rolle. Es ist einfach ein juristisches Regelwerk, das man zu berücksichtigen hat. Nicht? Ja, und jetzt kommen wir zu den Rechtsfallen im Vorfeld der ersten Stufe. Da gibt es eine Besonderheit im deutschen Urheberrecht, aber auch in vielen anderen Staaten. Wer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses
Software erzeugt, erhält kein eigenes Urheberrecht, das ist die große Aufnahme, sondern das Urheberrecht erhält der Arbeitgeber. Entwickler wissen das, in deren Arbeitsverträgen steht alles Mögliche drin, aber wer es nicht weiß, das sind die Administratoren. Die schreiben sich ja im Laufe der Zeit Skripte, um sich die Arbeit zu erleichtern. Und irgendwann denken sie sich, wechseln der Arbeitsstelle, haben sie neue Softwareumgebung, das ist eigentlich schade, wenn die Skripte so alle versauern. Stelle ich sie doch gerade unter GPL auf meine Homepage. Fataler Fehler. Darf man nicht machen. Ja, also bitte, wenn Sie mal Administrator werden und schreiben Skripte, denken Sie daran, dass Sie da ein bisschen aufpassen. Nicht, wenn Sie dem Chef also unter die Nase reiben, was Sie da alles schön an Skripten geschrieben haben, wäre ein taktischer Fehler. Wäre viel besser, wenn Sie sagen, du Chef, guck mal auf die Website, da hat irgendjemand unter irgendeinem Pseudonym eine GPL veröffentlicht. Ich nutze das mal, ist doch okay, kostet ja nichts. Bitte. Nein, per Gesetz. Per Gesetz. Das heißt, wenn man nichts im Arbeitsvertrag drinsteht, hat man Probleme. Es gibt Entwickler, die haben das in ihren Arbeitsverträgen ausdrücklich drinstehen, dass sie GPL-Software in bestimmten Bereichen veröffentlichen dürfen. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die das kategorisch ausschließen. Bitte. Ja, das ist das Verhältnis zwischen dem Arbeitnehmererfindungsrecht und dem Urheberrecht ist noch nicht so ganz rechtlich geklärt von den Gerichten. Die herrschende Meinung sagt zurzeit, dass das Urheberrecht das Arbeitnehmerschutzrecht verdrängt, mit der Folge, dass man auch nichts dafür kriegt, dass der Chef das Urheberrecht an dieser Software kriegt. Das ist praktisch eine Enteignung. Sonst würde man ja wenigstens mit diesem Arbeitnehmererfindungsentgelt abgespeist, ist sehr gering, lohnt sich nicht wirklich, aber was soll's. Ja, die nächste Rechtsfalle ist, wenn man als Freiberufler die Vorbehaltsklausel vergisst, wobei ich mit Vorbehalts... Ja, bitte. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wie ist aus, wenn nicht ausdrücklich im Vertrag drinsteht, ab wann, also wenn jetzt, ist ja häufig so, dass wenn man Sachen programmiert, kommen die Ideen ja eigentlich immer nur während der Arbeitszeit. Häufig ist der Vertrag nicht dann geregelt, dass man halt wirklich sagt, so, wenn das Arbeitsverhältnis besteht, ist es auch... Ja, das ist dann, was Juristen immer schön abtun, wenn sie sich um die Antwort drumherum lügen wollen. Das ist eine Tatfrage. Lässt sich nicht generell festlegen. Kommt ganz drauf an. Das spielt herein, was haben Sie für eine Arbeitsstelle, was haben Sie für einen Arbeitsvertrag, sind Nebentätigkeiten erlaubt, was wusste der Chef, ja, wie ungeschickt sind Sie bei der Veröffentlichung. Also, die Lösung habe ich Ihnen gerade gezeigt. Der Jurist rät immer, den sichersten Weg zu gehen. Warum sich erst auf so eine Streiterei über die Auslegung eines Arbeitsvertrages einlassen? Ist doch Dummheit. Kostet nur Geld. Ja, als Freiberufler kommt man sehr schnell in die Falle, wenn man GPL-Software als Teil seines Auftrages verwendet. Ich stelle mir so das Modell vor, da ist der Auftragnehmer, der geht zum Firmenchef. Firmenchef sagt, wir wollen unsere Sicherheitsinfrastruktur verbessern. Sagt der Auftragnehmer, ja, ich bin ja OpenBSD-Entwickler und OpenBSD, das ist ja eine ganz sichere Sache und kostet nichts. Und wir machen das auf OpenBSD-Basis. Sagt der Chef, ja toll, Sicherheit, Beste, was gibt, machen wir. Erteilt den Auftrag und dann sagt der Chef noch nebenbei, ja, aber das OpenBSD bringen Sie ja mit. Nicht? Und der Entwickler, ja, kein Problem, ich habe genug Disketten oder CDs. Nicht? In der Sekunde ist er in die Falle gelaufen. Denn dann ist nicht mehr ganz klar, ist das denn noch ein Schenkungsvertrag oder ist das schon ein entgeltlicher Vertrag? Das verwischt auf einmal. Er kriegt ja Geld für seine Tätigkeit. Und hat er sich dann nicht vertraglich verpflichtet, diese OpenBSD-Software zur Verfügung zu stellen? Wenn er das nämlich vertraglich getan hätte, dann haftet er auch im vollen Umfange. Und wenn dann in OpenBSD ein Bug wäre, was ja so gut wie nie der Fall ist, ein Bug wäre, der ein Remote-Hole öffnet, dann hätte der Entwickler Probleme. Dann müsste er das kostenlos ausbessern, möglicherweise Schadensersatz zahlen. Hätte er daran gedacht zu sagen, Vorbehalt, du lieferst mir, lieber Chef, die OpenBSD-Diskette an, dann wäre nichts passiert. Dann wäre es ja nicht Teil seiner Leistung gewesen. Nicht? Da muss er also einen Vorbehalt machen. Ja, was auch wichtig ist,
was dem Linux-Kernel ja groß passiert ist, wenn man Kontakt zu Entwicklern verliert, zu Mitentwicklern. Wir haben ja vorhin gelernt, dass man auf der ersten Stufe in der Zukunft neu lizenzieren kann. Nur wenn man gemeinschaftlich ein Werk erzeugt hat, dann braucht man ja die Zustimmung der anderen. Und wenn man keinen Kontakt zu denen mehr hat, ist das ein bisschen schlecht. Wie sieht es aus, wenn einer verstorben wäre? Gibt es Erben. 70 Jahre lang. Lustig. Nicht? Der Erbe entwickelt gerade Software für die Steuerung eines Staudamms in Hinterchina. Lustig. Vielleicht gibt es ja auch eine Busverbindung dorthin. Ja, jetzt gibt es auch Rechtsfallen auf der ersten Stufe. Da kann man sich überlegen, ob das nun Rechtsfallen sind oder nicht, eher pragmatische Überlegungen. Und da ist einmal die Frage, welche Lizenz wählt man? Wählt man eine mit Copyleft, starken, schwachen, oder eine ohne Copyleft? Wenn man eine ohne Copyleft wählt, die BSD, dann hat man juristisch gesehen überhaupt keinen Stress. Das ist so eine Fire-and-Forget-Lizenz. Sie wird unter die Leute geschmissen und dann macht doch, was ihr wollt, und man hört nie wieder was davon. Während bei der GPL kann das dann schon anders aussehen. Wie gesagt, das ist dann eine Frage des Standpunktes. Juristisch gibt es da keinen richtig oder falsch. Was auch ein bisschen hibbelig ist, wenn man eine GPL-Variante only wählt, damit ist Folgendes gemeint. In den Lizenzbedingungen zur GPL steht drin, dass man sagen kann, ich nehme die GPL in der Version XY und erlaube gleichzeitig, dass der Nutzer spätere GPL-Versionen auch nutzen kann. Wenn dann eine neue GPL-Version kommt, hat der Nutzer die Möglichkeit zu sagen, ich nehme die neuere. Wenn man aber das ausschließt und sagt, ich habe eine ohne Lizenz, das heißt, es wird nicht automatisch geupgradet, dann kann man mal in Zugzwang geraten, dass man sich überlegen muss, wie kriege ich denn jetzt dieses Only weg? Da muss man irgendwas tun, juristisch. Da ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man das nicht will, dass man von vornherein sagt, ich nehme eben nicht die Only-Variante, sondern ich nehme die Not-Only-Variante, die automatisch geupdatet wird. Ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, das spielt heute eine ganz große Rolle. Und etwas, was auch sehr wichtig ist, was Juristen auch gar nicht immer so in den Raum stellen, das Rechtliche ist das eine. Die Akzeptanz in den Nutzer- und Entwicklerkreisen, das ist das andere. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das hat zum Beispiel der Entwickler von CD-Record bitter erfahren, als er sich mit dem Debian-Projekt gestritten hat. Der hatte früher, ich meine, eine GPL-Lizenz gehabt und hat sie dann unter CDDL gestellt, die Common Distribution and Developing License von Sun. Er ist bei Sun beschäftigt. Nicht? Und Sun ist eben seine Welt. Und dann hat er gesagt, wenn Sun schon eine GPL-ähnliche Lizenz macht, dann nehme ich eben CDDL. Und diese Variante CDDL wird aber von dem Debian-Projekt nicht akzeptiert. Auch nicht von der FSF, von der Free Software Foundation. Wird aber von anderen Institutionen, wie zum Beispiel der OSI, der Open Source Initiative, akzeptiert. Man kann sich darüber streiten, wer jetzt recht hat. Ist die CDDL nun mit GPL kompatibel oder nicht? Auf der Webseite der FSS wird da kurz zur Stellung genommen. Als Jurist würde ich sagen, naja, man hätte es auch anders entscheiden können, hat man aber nicht. Steckt vielleicht auch was anderes dahinter. Als Sun mit dieser CDDL auf den Markt kam, haben sie ja erstmal ganz viel Wind gemacht und haben gesagt, wir haben ja Patente und wir stellen jetzt die Patente frei und dann könnt ihr alle im Open Source mit euren Lizenzrechten machen, was ihr wollt. Und dann haben sie eben diese CDDL in die Welt gesetzt, aber die Patente nicht freigegeben. Und das hat natürlich einiges an Verschnupfung ausgelöst und das mag vielleicht ein Motiv gewesen zu sein, die CDDL mit spitzen Fingern prüfen, aber will ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ja, dann gibt es noch andere Rechtsfallen. Größte Rechtsfalle ist, dass man die Daten der Beteiligten nicht dokumentiert. Ich lache mich immer schlapp, wenn ich mal eine Klage kriege, wo die Vornamen der Kläger nicht drinstehen. Oder die Nachnamen nicht. Oder keine richtige Adresse angegeben ist. Ja, dann kann man nicht klagen. Man braucht einen vollständigen Namen, vollständige Adresse, sonst gibt es keine Klage. Ja, und wenn man sich dann nur über das Internet kennt, ja, oder irgendwelchen Kürzeln im Chat,
Schlecht. Schlecht. Was auch schlecht ist, wenn man den Kontakt zu den Beteiligten verliert, wenn dann der freundliche Gegenanwalt es endlich mal geschafft hat, die persönlichen Daten zusammenzukratzen. Das nächste, was ich mache, ich bestreite die Vollmacht, dann braucht er eine Unterschrift. Ja gut, die Unterschrift könnte auch getürkt sein, dann bestreite ich als nächstes, dass der Beteiligte mit der Klageerhebung einverstanden ist und dass die Vollmacht echt ist. Und dann zwinge ich den Gegenanwalt, wenn ich es auf die Spitze treibe, den Kläger mal persönlich zu Gericht zu kommen zu lassen oder eine beglaubigte Vollmacht vorzulegen. Und wenn man dann keinen Kontakt mehr zu den Beteiligten hat, ist irgendwie schlecht. Ja, ist nichts mit Klagen. Ist jetzt nicht so ganz entscheidend für die tägliche Praxis, weil man auch Unterlassungsansprüche kann man auch als Miturheber alleine einklagen. Ja, aber wenn man Schadensersatz haben will, ist das unglücklich. Nein. Klagen kann ja nur derjenige, der das Urheberrecht hat. Und das originäre Urheberrecht wird auf der ersten Stufe begründet, nicht auf der zweiten Stufe. Es heißt auch im GPL-Text ausdrücklich, Sie sind nicht verpflichtet und nicht dafür verantwortlich, dass die Rechte aus der GPL gewahrt werden. Ja, und entsprechend ist das Gleiche. Wenn man mit mehreren gemeinsam die Software in die Welt setzt, dann sollte man darauf achten, dass man die jeweiligen Beiträge auch identifiziert. Ich sehe das auch bei großen Projekten immer wieder. Da gibt es häufig Projekte, die haben ein zentrales CVS, da wird der SourceTree drin verwaltet. Und da haben dann nur bestimmte Leute darauf Zugriff, nicht? Eben die offiziellen Entwickler. Und dann macht man das so, dass man sich an diese Entwickler heranstellt und sagt, ich habe hier einen Patch, bitte stell den doch ins CVS hinein. Nicht? Manchmal nennt man die Committer, gibt es auch andere Namen für. Und wenn der nun natürlich schon so ein kleines Programmsegment erzeugt hat, was eigene Urheberrechtsqualität hat, und da haben wir ja vorhin gelernt, da braucht man nicht viel für. Und das wird einfach ins CVS reingenommen und da werden die persönlichen Daten desjenigen, der es programmiert hat, nicht berücksichtigt. Dann kann man später mal in Schwierigkeiten kommen, wenn man auf einen Gegenanwalt stößt, der sich ein bisschen auskennt. Ja? Ja, umgekehrt, es geht ja nicht nur ums Klagen, es geht ja auch ums Verklagt werden können. Eine tückische Falle ist, dass man denkt, GPL ist GPL. Das ist überhaupt nicht der Fall. Oder BSD ist BSD. Die haben auch Versionen. Und jede Version kann sich von der Vorgängerin unterscheiden wie Tag und Nacht. Typischer Fall die BSD-Lizenz. Die alte BSD-Lizenz ist inkompatibel zu der GPL. Die neue sogenannte Drei-Klausel-BSD-Lizenz, die ist kompatibel zur GPL. Was natürlich ganz gefährlich ist, ist, wenn man Lizenzen falsch kombiniert. Wir hatten vorhin schon mal den Fall des Lizenzkonflikts angesprochen. Da muss man also aufpassen. Und da gerät man natürlich auch wieder schnell in die Gefahr, dass man sich auf die falsche Autorität verlässt. Wenn man mit GPL hantiert, sollte man immer bei der FSS oder bei der GNU.org reingucken, nicht bei der OSI, weil die unterscheiden sich dann doch schon mal. Was natürlich selbstverständlich ist, man darf selber die Lizenzbedingungen nicht verletzen. Wenn man nun eine Lizenz unter der GPL, also eine Software unter der GPL verbreitet, da steht ja drin, man muss den Source Code zur Verfügung stellen und so weiter und so fort, dann wäre es natürlich etwas ungeschickt, wenn man selber den Source Code nicht zur Verfügung stellt. Weil dann setzt man ja keinen Nutzer in die Lage, die Lizenz richtig auszunutzen. Das heißt, man steht schon mal einmal in der Pflicht, sich die Lizenz jetzt von Anfang bis Ende durchzulesen und zu schauen, wie man ihn einhalten kann. Etwas, was mir die Tage mal aufgefallen ist und was ich noch nirgendwo problematisiert gesehen habe, ist, es gibt ja viele Unternehmen, die in den Open-Source-Bereich hineindrängen und dann ihre Software unter einer mehr oder weniger freien Lizenz stellen. Und die wollen dann die Kontrolle nicht so ganz verlieren und haben dann noch so Abwandlungen, so kleine Vorbehalte. Und da ist es häufig so, dass man sich die Software nur herunterladen kann, wenn man sich vorher mit Namen und E-Mail-Adresse anmeldet. Ich persönlich bin überzeugt, wenn man einen falschen Namen und eine falsche E-Mail-Adresse, einen Account, den man nur gerade für 2-3 Tage bei so einem Freemailer eingerichtet hat, wenn man das nutzt, um die Software zu erlangen, halte ich für juristisch anfechtbar.
weil ja der Umstand, dass man den Freischaltschlüssel gerade über die Mailadresse kriegt, ist ja, lässt ja erkennen, dass derjenige, der die Software zum Download anbietet, sich vergewissern will, dass der Name nicht falsch ist. Und in solchen Fällen wird man keine Lizenz bekommen, wenn man das falsch macht. Dort oben bitte. Nein, das... Noch einmal, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Ja, das hatte ich vorhin gesagt. Auf der ersten Stufe ist der Urheber selber nicht an seine eigene Lizenz gebunden. Er kann sie also auch wieder ändern. Nur wenn er einmal eine Software unter der GPL rausgegeben hat, dann ist er raus. Und dann kann sie ja beliebig weiterverbreitet werden, in der alten Version zumindest. Nein, man ist frei. Ich bin ja auch schon im Zeitpunkt der GPL-Lizenzvergabe frei. Ich kann ja parallel eine kommerzielle Lizenz anbieten. Und irgendwann stelle ich dann den Vertrieb der GPL ein. Dann sind natürlich die GPL-Versionen im Umlauf und können von anderen verbessert werden. Ja? So, und dann haben wir noch Rechtsfallen bei der Weitergabe von Software. Ich habe es schon angesprochen, man muss natürlich aufpassen, dass die Lizenzen auf der Bearbeitungskette zusammenpassen, dass sie kompatibel sind. Ja, ist eigentlich kein großes praktisches Problem, weil ja immer zig Leute vorher drauf geguckt haben, aber die letzte Stufe sollte man sich schon mal angucken. Was ein Fehler ist, bekannt gewordene Bugs zu verschweigen. Warum? Wir haben vorhin gelernt, dass die Übertragung einer GPL-Lizenz, wenn sie voll genutzt wird, ein Schenkungsvertrag ist. Und wer schenkt, haftet für arglist. Also man darf keine Bomben verschenken, die dann auf einmal explodieren. Ja, das ist arglistig. Das gilt auch mit Bugs. Man sollte also mit offenen Karten spielen. Wenn man einen Bug verschweigt, dann haftet man wegen arglist, wenn man Pech hat. Was auch problematisch ist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, wenn man die Übergabe von Lizenzen mit entgeltlichen Leistungen kombiniert. Man sollte sich auch hüten, offizielle Lizenzen zu kommentieren oder zu erläutern. Das ist zuletzt im Yomla-Projekt passiert. Hieß ja ursprünglich mal Mambo, dann hat es zwar Stress gegeben, dann haben sie einen Fork gebildet und hatten die Webseite von dem ursprünglichen Initiator, das war irgendein Unternehmen, haben sie wohl mehr oder weniger zum Teil, soweit es um diese Dinge geht, kopiert. Und da waren auch Kommentare zu Lizenz drin. Und diese Kommentare haben wohl so sinngemäß den Eindruck erweckt, man könnte da auch kommerzielle Software mit verlinken. Und dann haben sie das nach einer Weile gemerkt, sind neue Leute gekommen, haben nochmal nachgelesen und haben dann gemerkt, nee, das ist ja nicht. Und dann hat es auf einmal Aufregung gegeben, weil dieses ganze Biotop von Software, das um dieses Yomla sich herumgebildet hat und für 30, 40 Euro jeweils verkauft wurde, auf einmal ohne Lizenz dasteht. Und als Jurist denkt man natürlich als erstes, wer haftet jetzt? Ja, ist also, sollte man möglichst vermeiden. Das Beste ist, wenn man die GPL wählt, man verlinkt auf die offizielle Seite von KNU.org, da gibt es eine GPL-FAQ, die ist ganz hervorragend, da bleibt doch keine Frage offen. Er ist auf jeden Fall verschwiegen, wenn keiner die Möglichkeit hat, eine Kenntnis zu nehmen. Ja, die meisten machen ja so, dass sie einen Chainslock haben und bei den besseren Manpages stehen ja auch die bekannten Bugs drin. Nicht? Also ich kenne jetzt keine OpenBSD-Seite, wo nicht unten so, gerade bei älterer Software, ein kleiner Hinweis steht, die und die und die Bugs existieren noch. Im Quelltext sind die Bugs im Allgemeinen nicht dokumentiert, denn wenn jemand sich die Mühe gemacht hätte, die Stelle zu finden, wo der Bug ist, hätte er ihn wahrscheinlich auch gefixt, denke ich jetzt mal. Würde ich erst mal sagen. Ja, aber zumindest, es gibt mehrere Alternativen, wie man es veröffentlichen kann. Die Idee, im Quelltext zu veröffentlichen, ist eine. Ja? Nur wenn Sie dann nur den Objektcode übertragen, ohne auf die Bugliste hinzuweisen, das so ganz hinten drin verstecken, wäre vielleicht juristisch auch schon wieder schwierig. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel bei der neuen GPL V3 Lizenzen neue Paragraphen hinzusetzen darf in einem bestimmten Umfang. Da rate ich davon ab, das selber zu machen.
Ja, also die neue Version. Ja, muss ich sagen. Oder die EFSS. Ja? Die EFSS wird einem auch helfen. Aber selber würde ich das nicht mehr machen. Das geht heute nicht mehr. Ja, jetzt im Kurztext die neuen Regelungen für GPL, der GPL V3, die seit wenigen Tagen veröffentlicht ist und genutzt werden kann zur Weitervergabe von Software, wenn man das will. Wir haben kein strenges Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das war vorher immer ein bisschen ärgerlich, kleiner Fehler. Und die ganze Distribution verlor ihr Lizenzrecht. Das ist heute anders geregelt. Heute gibt es eine zeitliche Aufweichung, dass es bestimmte Karenzfristen gibt, wo Fehler korrigiert werden können. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist also jetzt durchbrochen. Man kann, wie ich eben erwähnt habe, auch bestimmte Ergänzungen hinzubringen. Welche Ergänzungen erlaubt sind, wird ausdrücklich gesagt in der GPL V3. Die betreffen zum Beispiel das Aufrechterhalten von Markenrechten. Es ist heute möglich, den Source Code übers Internet zur Verfügung zu stellen. Früher war man immer gezwungen, es auf dem Postweg zu machen. Vor 16 Jahren, als die GPL V2 gemacht wurde, gab es ja noch nicht die Bandbreite, war das noch okay, heute wohl nicht mehr. Bei DRM-Software ist man verpflichtet, praktisch sie aufzudecken, wenn dadurch die Nutzung der unter GPL V3 stehenden Software behindert wird. Man darf unverändert DRM-Software programmieren, auch unter GPL V3. Ja, also die Leute, die das verhindern wollen, haben sich nicht durchgesetzt. Der Sprachgebrauch ist internationalisiert worden, das ist etwas für Juristen. Und es sind neuartige Umgehungsformen vermieden, werden ausdrücklich verboten. Ich werde mich mit der letzten Umgehungsart noch mal kurz vertiefen. Das ist nämlich das, was zurzeit im Internet die Aufregung verursacht, das Patentschutzabkommen von Microsoft mit Novell, Sandros und Linspire. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Da hat der Monopolist gesagt, wenn ihr von Novell so eine SUSE-Version kauft und so einen bestimmten Coupon mitkriegt, dann werden wir euch nicht wegen unserer Patente verklagen. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese Coupons zeitlich nicht befristet sind. Haben sie erst später gemerkt, geht das Gerücht. Und deshalb rechnet alles damit, dass jetzt SUSE und Leninspire und Sandros irgendwann einmal auch Software unter GPL V3 verbreiten wird. Nicht? Ich denke mal an Samba. Hat ja schon gesagt, dass es umsteigen wird mit der nächsten Version. Und dann stellt sich die Frage, verstößt Microsoft gegen die GPL V3, wenn es praktisch in Zusammenwirken mit Leninspire, Sandros und Novell dieses Patentschutzabkommen ausnutzt, um selber Einnahmen zu generieren. Denn das will die GPL ja nicht. Und da muss man als erstes sagen, Novell hat Glück gehabt. Novell hat es vor dem Stichtag gemacht. Der Stichtag ist in der GPL ausdrücklich erwähnt. Die sind also freigestellt. Leninspire und Sandros sind noch in Gefahr. Richard Stollmann hat in seinem Vortrag, den er parallel zur Veröffentlichung der GPL V3 gehalten hat, das Wort Backfire genutzt. Die neuen Regelungen der GPL V3 würden jetzt genutzt werden, um zurückschießen zu können gegen die Patenthalter. Und über dieses Patentschutzabkommen hat dann Mocklin gesagt, das ist der Anwalt, der maßgeblich hinter der Formulierung der GPL V3 steht. Das wäre jetzt der Fall. Microsoft hat natürlich sofort reagiert und hat gesagt, ich distanziere mich ausdrücklich von der GPL V3. Die Distributoren haben gesagt, ja, tu das ruhig, uns kümmert es nicht, wir machen weiter. Was ist nun die Frage? Führt das nun dazu, dass Microsoft verpflichtet ist, seine Patente freizugeben, in dem Augenblick, in dem einer von diesen beiden verbleibenden Linux-Distributoren GPL V3-Software verbreitet? Wenn man auf Grocklar das nachliest, da gibt es diesen Artikel Microsoft mit GPL V3. Da hat es, wie gesagt, ich schätze mal so 2.000-3.000 Diskussionsbeiträge zugegeben. Eigentlich ist es, können Sie jetzt die Frage auch schon beantworten. Die Frage ist erstmal, ist ein Vertragsschluss zustande gekommen? Microsoft hat ja gesagt, ich will von der GPL V3 nichts wissen. Also Vertragsschluss wird wohl nicht da sein und damit wird jedenfalls aus der Perspektive des deutschen Urheberrechts wird man Microsoft da nicht an die Karre fahren können. Man könnte jetzt noch drüber nachdenken, dass zwei gemeinsam versuchen, über
gemeinschaftlich das Urheberrecht zu brechen. Nicht so mit der Idee, naja, wer schmierig steht beim Bankraub, der wird mitbestraft. Funktioniert aber auch nicht, weil das Begehen einer Straftat löst ja bestenfalls Schadensersatzansprüche aus. Und der Schaden besteht ja nicht darin, dass Microsoft seine Patente erhält, sondern der Schaden könnte ja nur darin bestehen, dass Microsoft irgendwelche Leute verklagt. Und im Übrigen spielt das ja alles sowieso keine Rolle. Wir wissen ja alle, dass es diese Patente, die Microsoft angeblich über den Linux-Kernel haben will, gar nicht existieren, sonst hätten sie die ja schon längst genannt. Und jetzt noch eine abschließende Frage. Das sowieso, da habe ich ja keine Aussage getroffen. Das Interessante ist nur, kommt man an die Patente von Microsoft ran? Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. So, die Stunde ist um. Was ich jetzt nicht mehr geschafft habe, ist kurz Ansprechen des Hackerparagraphen und der kommenden Urheberrechtsnovelle. Urheberrechtsnovelle ist nicht so tragisch, da ergibt sich eigentlich nichts Großartiges für die Open Source. Das betrifft mehr so Themen wie Privatkopie, Bibliotheksnutzung und so weiter. Beim Hackerparagraphen, wer sich da näher für interessiert, der kann auf die Webseite von dem Chemnitzer Linux-Tag gehen. Da findet er einen ausführlichen Vortrag von mir, wo ich auch dazu vorgetragen habe, was Entwickler machen können, um diese Falle zu vermeiden. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Vormittag. Vielleicht sehe ich einen von Ihnen gleich noch bei dem Vortrag, der gleich über Softwarepatente kommt. Danke sehr. Applaus